Ja, Dave, 2:1 gewonnen. Glückwunsch dazu. Wie wichtig war der Auftaktsieg so für Selbstvertrauen und für die restliche Runde? Ja, natürlich absolut wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Wir haben wirklich nicht gut ein Spiel gefunden, haben dann das 1:0 kassiert, überraschenderweise. Aber ich denke, wir haben heute wirklich eine gute Willensleistung gezeigt. Spielerisch war es ja, ausbaufähig, war es nicht so gut. Aber im Endeffekt haben wir heute 3 Punkte und das ist, was zählt. Was war beim Elfmeter los? Ja, habe ich verschossen. Also ich bin angetreten, bin ein bisschen weggerutscht. Ist leider an die Latte gegangen, passiert. Geht weiter. Plan war hochzuschießen und dann einfach ein bisschen Rücklage weggerutscht? Ja, Plan war, dass ich den Ball reinmache. Ist mir leider nicht gelungen. Aber die Jungs haben es wirklich super gemacht heute und wir haben es dann zum Schluss noch belohnt. Und umso mehr freue ich mich dafür. Kritisieren kann man vielleicht ein bisschen die Chancenverwertung, weil der Elfer war ja nicht das einzige Ding, wo man durchaus schon nette Tor machen können, gerade in der ersten Halbzeit, ne? Ja, wir haben sehr gute Chancen gehabt, Micha, wobei der Torwart von Aalen den überragend gehalten hat. Halle noch die Chance. Ja, wir hatten Chancen, aber haben die nicht reingemacht und ja, Kassina das Gegentor. Ja, haben aber den Kopf nicht hängen lassen, haben weiter versucht Fußball zu spielen, was heute nicht optimal war, aber am Ende zählen heute die 3 Punkte und alles andere werden wir aufarbeiten. Das Siegtor ist dann in der Phase gefallen, wo das Spiel eigentlich so eher ausgeglichen war. Hat man jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass jetzt der Lucky Punch für den VfL kommt. Habt ihr da immer dran geglaubt, dass ihr das trotzdem packen könnt? Also ich hatte heute von der ersten Minute an ein gutes Gefühl. Auch kurz bevor das Tor dann gefallen ist, das 2:1, hatte ich auch ein gutes Gefühl, dass immer noch was passieren kann. War ziemlich offen an das Spiel auch. Aalen hatte auch einige Kontermöglichkeiten. Aber das Glück war dann ein bisschen auf unserer Seite und wir haben es auch ein bisschen erzwungen. Ja, Toni Syrer am Mikrofon, der Siegtorschütze zum 2:1. Bist du da kurz vorm Wegrutschen gewesen? Das sah ganz witzig aus, so ein bisschen schwankend, der Abtorabschluss. Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen ausgerutscht bin, aber es war jetzt schwer mit der Rückenlage zu schießen. Aber im Endeffekt habe ich ihn nicht perfekt getroffen, aber am Ende können wir glücklich sein, dass er noch reingegangen ist und wir die 3 Punkte geholt haben. Verdienter Lohn für harte Arbeit, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben gut angefangen, hatten dann um die 60. Minute eine kleine Schwächelphase, haben die aber gut überstanden, haben zusammengehalten und haben uns viele Torchancen herausgespielt, die leider auch nicht genutzt, wie zum Beispiel den Elfmeter, aber am Ende haben wir uns belohnt. War das vielleicht was, was man kritisch anmerken kann, die Chancenverwertung heute zu dem Spiel? Ja, natürlich, aber man muss halt auch bedenken, nach der Winterpause das erste Spiel auf dem Boden, ist das immer schwer, dabei springt ein bisschen komisch und im Endeffekt zählen nur die 3 Punkte, wir sind happy und nächste Woche fragt keiner mehr nach. Vor dem Spiel weiß man ja immer nicht so richtig, wo man steht, wenn es dann wieder losgeht. Jetzt habt ihr einen ersten Eindruck. Was denkst du, was ist möglich in der Runde und wie weit ist die Mannschaft schon? Kann man schwer so jetzt nicht sagen. Also ich meine, wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen jetzt nicht irgendwelche Träume haben von Ausstieg oder sowas. Wir wollen unser Ding machen, ruhig spielen, unsere Mentalität durchsetzen und im Endeffekt schauen wir dann, wie es Woche zu Woche läuft. Ja, Karma Krasnitschi, Liga-Debütant heute. 2:1 gewonnen, Glückwunsch dazu. Wie war das Gefühl, aufzulaufen heute? Erstmal habe ich mich von außen erstmal gefreut, dass wir noch den Siegtreffer da geschossen haben. Und dass ich dann reingekommen bin, war natürlich auch nochmal ein geiles Gefühl. War hektische Schlussphase, ne? Die haben nochmal gedrückt, hieß nochmal viel Arbeit, ne? Ja, ich denke, von außen war das auch nicht schön anzugucken. Waren viele lange Bälle, vor allem in der Schlussphase, wurde nochmal hektisch. Aber wir sind einfach glücklich, dass wir das Spiel dann gewinnen konnten. Wie wichtig war das, der Auftakt jetzt? Vor der Runde weiß man ja immer nicht so genau, wo man steht, also wenn es dann wieder losgeht. Ich denke, um gut rauszukommen aus der Winterpause, ist ein Sieg natürlich optimal für uns. Gerade nach dem guten Trainingslager konnten wir das bestätigen mit dem Sieg und von daher sind wir erstmal zufrieden mit dem Sieg. Sag noch einen Satz zu Trainer Joe Enox, der ja offensichtlich auf junge Leute setzt. Jetzt Steffen Tick ist vor der Winterpause gespielt, jetzt warst du heute auf dem Feld. Wie packt ihr euch junge Spieler an? Ja, also der sagt uns halt immer, dass wir diszipliniert sein müssen, immer weiterarbeiten müssen. Harte Arbeit ist bei ihm das Motto und das versuchen wir halt dem Motto versuchen wir natürlich zu folgen, immer hart zu arbeiten. Und dann sind wir natürlich glücklich, dass wir unsere Chancen bekommen.